Was passiert, wenn meine Videos von einer Ärztin geschaut werden und sie versucht, die Informationen, die ich dort gebe, auf Richtigkeit zu prüfen? Genau das wurde gemacht in dem kürzlich erschienenen Video mit dem Titel Der Faktencheck, Drogen-YouTuber Open Mind gegen eine Ärztin. Das Ding. Ja, und was ist passiert? Meine Videos haben diesen Test im Grunde bestanden. Frau Dr. Schober hat meine Aussagen eigentlich größtenteils nur bestätigt oder ergänzt. Bei lediglich einer Aussage hat sie mich ein bisschen korrigiert. Hier ist mal kurz die Aussage von mir. Falls irgendwas im Cannabis tatsächlich Psychosen auslösen kann, dann wäre es das THC. Es gibt aber noch den beruhigenden Wirkstoff CBD, bei welchem man sogar seit neuestem vermutet, dass er Menschen mit Psychosen heilen kann. Dass ein beruhigender Stoff die Heilung auf etwas sein kann, das wegen zu viel Stress ausgelöst wird, scheint mir sehr logisch. Zu dieser Aussage meinte sie folgendes. Man sagt, dass das Cannabidiol eher einen, wie wir sagen, protektiven, also ich würde nicht sagen, einen heilenden Effekt hat. Also das würde ja bedeuten, dass eine Psychose weggeht davon, sondern eher, wenn jemand mit einem Risiko für eine Psychose Cannabis konsumiert und der THC-Anteil ist sehr hoch und der Anteil von Cannabidiol ist niedrig, dann wäre eventuell das Risiko höher, tatsächlich psychotisch zu dekompensieren oder eine psychotische Symptomatik zu entwickeln. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier mit heilen die richtige Wortwahl getroffen habe, denn Leute mit Psychosen müssen jetzt nicht einmal CBD nehmen, um dann für immer von der Psychose geheilt zu sein. Aber so wie sie das jetzt hier sagt, hört sich das so an, als würde CBD lediglich das Psychoserisiko beim Cannabis mindern. CBD lindert da zwar das Psychoserisiko, aber CBD kann in dieser Hinsicht noch viel mehr. Es gibt bereits einige Studien, die zeigen, dass viele schizophrene Menschen CBD nehmen können, um ihre Symptome komplett zu beseitigen. Hier ein kleines Video dazu. Im Gehirn von Schizophrenie-Patienten wird der körpereigene Botenstoff Anandamid zerstört. Hier liegt der Schlüssel für die Wirkung von Cannabidiol. Es blockiert ein Enzym, sodass die Botenstoffproduktion wieder ungehindert funktioniert. Das Gehirn kann sich wieder selbst vor der Erkrankung schützen. Ich war auf einmal wieder einfach wacher, so im Leben drin. Bei den meisten anderen Ausschnitten ergänzt sie mich, wie gesagt, nur. Zu einem Ausschnitt, bei dem ich übers Microdosing rede, meint sie... Also das ist tatsächlich was, was mir noch nicht bekannt ist und ich habe auch noch niemanden gehört, der das ausprobiert hat, jedenfalls nicht von den Patienten, die ich kenne. Laut das Ding soll das eine Drogenexpertin sein und dann hat die noch nie was vom Microdosing gehört. Aus meiner Sicht haben die da ganz klar eine falsche Expertin gewählt, denn diese Ärztin beschäftigt sich in ihrem Beruf überwiegend mit der Therapie von Süchtigen. Manche Dinge, die ich in meinen Videos anspreche, wie Microdosing, muss Frau Dr. Schober jetzt nicht unbedingt Bescheid wissen. Das soll jetzt außerdem kein Video werden, in dem ich jetzt nur über diese Ärztin lästere und sage, dass sie eigentlich inkompetent ist, weil sie nicht weiß, was Microdosing ist. Sie scheint eine durchaus offene, sympathische Frau zu sein und reagiert jetzt nicht wie ein Ingmar Stadelmann, dieser kleine Hypokrit. Was ich mit diesem Video eigentlich sagen will... Wow, ich weiß, wer wie eine Ärztin! Ich bin der geilste Mann! Wo ist mein Doktor? Viele könnt mich alle mal! Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse! Nee, hätte man in meinen Videos Fehler finden können, bin ich der bessere Drogenexperte? Ein Experte ist jemand, der auf einem bestimmten Fachgebiet ein fundiertes Wissen hat. Ich würde schon sagen, dass ich das habe, also kann man mich gewissermaßen schon als Experten bezeichnen, aber es gibt viele, die sich deutlich besser auskennen als ich. Markus Berger, Christian Rätsch, Marlene Mortler und wahrscheinlich auch viele von euch. Ich finde, deshalb ist vielleicht überdurchschnittlich informierter Konsument eine passendere Beschreibung für mich. Einige denken aber leider, dass ich der überkrasse, unfehlbare Experte bin, der wirklich alles über Drogen weiß und alle Drogen probiert hat. So ist es aber nicht. Bei den über 200 Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, findet man bestimmt auch mal die ein oder andere Fehlinformation. Also informiert euch immer bei multiplen Quellen. Dann gibt es auch die Leute, die wissen, dass ich nicht alles weiß, aber denken, dass ich denke, dass ich alles weiß. Letztendlich gibt es nur einen, der wirklich alles über Drogen weiß und das ist... Danny Klose.